Ja, vermutlich durch Blitzschlag, stand um ca. 5.30 Uhr eine Scheune beim Eintreffen der Wehren auf einer Länge von ca. 20 Meter bereits im Vollbrand. Die direkt angrenzende Scheune stand der Dachstuhl auch wieder auf einer Länge von ca. 20 Meter bereits auch im Vollbrand, sodass die Feuerwehren aus Wittighausen, aus allen vier Ortsteilen, aus Grünsfeld, aus Tauber-Bischofsheim, die Führungsgruppe aus Lauda, eine Drehleiter aus Bad Mergentheim und aus Sonderhofen im Tanklöschfahrzeug vor Ort waren und haben dann auf ca. 50 Meter Länge drei aneinandergrenzende Scheunen durch Riegelstellungen abgelöscht. Wir müssen sagen, alle angrenzenden Gebäude wurden nicht betroffen, konnte alles gehalten werden, sodass wir im ersten Moment unter entsprechendem Kreisbürgermeister voll zufrieden sein können. Wir waren mit ca. 120 Mann im Einsatz. Als dann die Wehren nacheinander an der Einsatzstelle eintrafen, konnten wir dann ca. 7 Uhr sagen, dass Großteil schon Feuer aus war und der Rest sicherlich unter Kontrolle der Feuerwehren waren. Es ist natürlich ein Brand, wo auch Erinnerungen an 1945 wach werden, weil da war hier die ganze Front bei Kriegseinsätzen zum Kriegsende abgebrannt hier, die ganzen Scheunezeilen. Und da haben natürlich noch manche ältere Einwohner das im Hinterkopf, was damals war. Und deswegen haben wir auch besorgt, dass das Ganze bis hoch geht. Aber ich muss mich bei den Feuerwehren bedanken, die haben hervorragende Arbeit geleistet. Und vor allen Dingen ist kein Mensch, kein Stück Vieh zu Schaden gekommen.